Hallo zusammen. Keine Sorge, unsere heutige Spazierfahrt wird sich wesentlich erfolgreicher gestalten, auch wenn uns nicht wenige komische Leute unterwegs begegnen werden. Lasst uns loslegen. Das ist unmöglich, sagt die Logik. Halt mein Bier, sagt der Audi. Er wird nicht schlecht staunen, wenn er ein Fahrrad mit Gepäckträger sieht. Офигеть, кстати. Der ist auf Drogen, Alter, der ist auf Drogen. 100%. Was macht der? Jetzt den nächsten. Was macht der? Der pflügt für die Stadt. Was ist mit dem? Heiliges. Was? Der fährt gar nicht. Der fährt weiter! Nee, doch nicht. Die Schranken und die Sirenen sind an diesem Bahnübergang zur Sicherheit da. Und zwar zur Sicherheit dieses Winzlings. In diesem Rennen über 400 Meter hättet ihr keine Chance gehabt. Das ist wohl das erste Mal, dass ein Pickup uns enttäuscht. Allerdings war es vielmehr der Fahrer, der seinen Pickup enttäuscht hat. Wie ihr seht, reicht ein PS manchmal durchaus aus, um einer Verfolgung zu entkommen. Oh my God, no. Wenn eine Gruppe von über 30-Jährigen auf die Idee kommt, einen Naturausflug zu unternehmen. Aufgepasst, eine Gefahr von links. Aufgepasst, eine Gefahr von rechts. Wir werden heute viele Lastentransporte sehen. Ihr solltet euch also einen Kämpfer aussuchen. Wie wäre es mit diesem hier? Helal olsun valla. Das hier bitte nicht nachmachen. So kommt ihr zwar schnell an euren Bestimmungsort an, aber höchstwahrscheinlich ohne die Ladung. Und der will vorgaukeln, ein Profi zu sein. Dabei wirbelt er nur Staub auf. Idiot!
Kommen wir gleich zu den Bossen. Wie wäre es mit diesem mit der altmodischen Frisur? Dann haben wir nur noch zwei Varianten. Ein Haus auf Rädern. Und ein Kraftpaket vom Lande. Wir würden euch dieses Monster anbieten, das 64 Meter Zisternen mit einem Gewicht von jeweils 350 Tonnen transportiert. Aber diese Variante haben wir schon für uns reserviert. Sorry. Irren wir uns oder hat er den BMW irgendwie zärtlicher gestreichelt als die anderen Autos? Jetzt kommt bloß nicht auf die Idee, ein Feuerzeug anzuknipsen oder dergleichen. Wenn man als Kind nicht wie versprochen nach Hause zurückkehrt und anschließend vom Vater abgeschleppt wird. Dieser Jäger weiß noch nicht, dass er Beute nach Hause bringt. Weiß er eigentlich, dass seine Knie nur einen Stoß dämpfen können, falls etwas schief läuft? Gebt ein Like, wenn euch die Möglichkeiten der modernen Technologien erstaunen lassen. Okay, dieses Biomobil wird euch ganz sicher in Staunen versetzen. Woran man erkennt, dass der Frühling in Russland begonnen hat. Monsieur, vous êtes venu la déposer en bas de la maison quand même la caisse. Ah, c'est plus cher pour en bas de la maison. Je suis désolé, non, j'ai déjà payé pour un dépannage, donc vous allez me déposer. Soit tu rajoutes, soit je la laisse ici. Bah laissez-la là. Je la laisse là, moi. Ouais, ouais, exactement. Was glaubt ihr, ist das Wichtigste an einem Auto? Ganz sicher nicht die Räder. Hat man ihm im Autohaus nicht Bescheid gesagt, dass wer einen McLaren hat, seine Route von Tankstelle zu Tankstelle planen muss?
Der Kerl wollte nur herausfinden, ob er seinen Ford Ranger stoppen könnte. Alter, das ist doch ein Pickup. Hoffentlich will dieser gutherzige Autofahrer den Einkaufswagen einfach nur zurück in den Supermarkt bringen. Ach so, er hat einen anderen Plan. Hätte unsere heutige Spazierfahrt denn ohne komische Verkehrsteilnehmer auf der Gegenspur auskommen können? Nicht umsonst heißt es, Not macht erfinderisch. Dieses geheim gehaltene Beschleunigungssystem aus dem Hause eines russischen Autobauers ist echt beeindruckend. So wie ein chinesisches Bremssystem. Immerhin erhält die Straße endlich einen neuen Belag. Und dafür schlagen die Autoverkäufer 30% Aufpreis drauf. Wie man jemandem taktvoll andeuten kann, dass derjenige viel zu dicht herangerückt ist. Opa, nifiga. Ударил, ударил. Ну не посмотрел. Остановись, может, ему видео надо. Тоже что ли черканул? А вон там синяя машина. Я знаю, 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 знаю. Номер посмотри. Ну вот этого надо выписать. Auf den Philippinen ist es ein triftiger Grund für ein zu spät kommen zur Arbeit. Aber die Inder haben noch einen triftigeren Grund. Es gibt Menschen, die glauben, dass der Besitz eines teuren Wagens sie automatisch zu etwas Besserem machen würden. Dieser Typ ist einer davon. What are you being? Go off in your Bentley. Oh, go on. Off. Go off. Yep. Yep. Na, habt ihr ein bisschen gute Laune getankt? Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen hoch und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie dies sehen, haben Sie bereits gegen die Protokolle der SCP Foundation verstoßen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Das Säuberungsteam ist auf dem Weg. In der Zwischenzeit können Sie sich die Geschichten von Menschen ansehen, die das Glück hatten, den anomalsten SCP-Objekten zu begegnen. Wenn die Mitarbeiter der Foundation eintreffen, werden sie mit Amnesika der Klasse A behandelt und können sich fortan an nichts mehr erinnern. Diese Aufzeichnung wird sich in 3, 2, 1 selbst zerstören.